Wieder hier mit herzlich willkommen in Chemnitz. Oh, jetzt. Das war so dicke Plan. Ja. Jetzt fährt der LKW und der sollte eigentlich nicht. Sachen gibt's. Ne, dass er jetzt die Treppen hoch macht. Grüß dich, hallo. Grüß dich. Ne, dass er die Treppen hochfährt. Nein, alles gut. Zuerst die Auflage. So, also der LKW hat ein bisschen umdisponiert. Gleichwelchen Inhaltes dürfen während der gesamten Kundgebung nicht mitgeführt werden. Der Konsum von alkoholischen Getränken und der Konsum von Drogen und Rauschmitteln während der Versammlung wird untersagt. Ihr kennt das, die Stunde muss es gehen. Das Mitführen von unten während der Versammlung ist untersagt. Dies gilt nicht für ausgebildete Behinderten, Begleithunde, der notwendige Einsatz nachweisbar sein muss. Lasst uns heute hier in Chemnitz wieder ein klares Zeichen setzen für die Zukunft dieses Landes, für unsere Zukunft, die Zukunft der Kinder, für alle Menschen, die hier in diesem Land leben, gemeinsam als Volk. Schluss mit dieser Spaltung, Schluss mit dieser Hetze durch Regierende. Das hat ein Ende. Wir lassen uns nicht mehr aufhalten. Was in Berlin gelaufen ist heute, haben wir, denke ich, sehr viele mitbekommen, auch den Tag zuvor. Es wurde rechtzeitig natürlich alles abgeriegelt, damit es nach so wenig aussieht wie möglich. Aber ich denke, wir wissen, wie viele es waren. Es waren Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausend, die dort vor Ort mit ihren Traktoren von überall und mit ihren LKWs kamen. Okay, wir starten erstmal. Also herzliche Grüße aus Chemnitz, natürlich wieder hier am Anfang von der Brückenstraße. Ich denke, es ist vielen noch kalt, aber danke, dass ihr hier durchschaltet bei diesem Wetter. Also. Ja, also die Ersten, die sind schon ein ganz schönes Stück vorwärts gekommen, ja. Ja, also vor uns hatte ich ein Phänomen, wo ich das vorhergehende Video aufgenommen habe. Die Einstellleiste war komplett weg, also die linke beim normalen Video machen. Und Zoomen ging auch nicht. Grüß dich, hallo. Hallo. Das Zoomen ging auch nicht, aber es hat automatisch gezoomt, nach welchem System, keine Ahnung, Stichwort System, ja. Aber ich denke mal, jetzt bei dem Video scheint es zu funktionieren, weil die Leiste ist wieder da, wir werden sehen, ansonsten, ja, abgehen. Muss ich sicherlich updaten, das habe ich jetzt schon mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen vor mir hergeschoben. Das könnte natürlich auch das Problem sein. Ja, Sachen gibt es auf der Welt, sagenhaft. Gibt es keine Bauern mehr, bleibt der Kühlschrank einfach leer. Jawohl, wir sind nicht wütend. Wir hören nur auf, lieb zu sein. Richtig, Fachkompetenz statt Ideologie. Die Bauern, jawohl, die Bauern machen den ersten Zug. Am Ende fällt der König. So, jetzt geht's Richtung Rathaus. Rathaus, Leute. Ja, Stichwort Rathaus. Vorige Woche Donnerstag, wunderbar. Ich komme aus dem Rathaus raus. Vertretungsweise vom Ausschuss und natürlich auf dem Trecker, auf dem Neumarkt. Absolut, absolut. War sehr schön. Und da hatte ich auch Video gemacht. Ist ja auch hochgeladen. Ja, also wer seine Felgen noch nicht gewaschen hat, der kann die hierher bringen, nach Chemnitz. Wie gesagt, das ist eine Felgenwaschanlage vom Rathaus hier in Chemnitz. Jawohl.
Ja, Schnauze voll, jetzt hab ich's wieder eingemacht und da sagt keiner Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Ja, so sieht's aus. Aber jetzt sind wir mal vorm Rathaus und die Proteste, die gehören natürlich vors Rathaus, weil das eigentlich die ersten Ansprechpartner für einen Bürger sind. Ja, nur mal so am Rande. So, das ist der Neumarkt. Ob jetzt die Maut erhöht wurde, die CO2-Steuer und was weiß ich nicht alles, dann die Abschaffung, und es ist nichts anderes, was diese Regierung vorhat, die Abschaffung unserer Landwirtschaft. Das darf nicht passieren. Genauso wenig wie die Kosten in diesem Land unerträglich geworden sind für uns. Wir sind die Steuerzahler und es wird Zeit, dass wir als Steuerzahler, als Volk wieder das Recht haben, mitzubestimmen, was mit diesen Geldern passiert. Ich habe heute erst wieder einen Artikel gelesen über Dinas Schulspeisung. Mittlerweile kostet dort das Essen 7 Euro für das Kind. 7 Euro. Eine was Schande. Sagt ihr, wo die Preise noch hingehen eine werden, so wenn wir immer alles Land nur noch hinnehmen von dieser Regierung? Und ich sag mal so, wenn man mit der Gewerkschaft nur auf die Straße geht, um wieder mehr Geld zu verdienen, wird sich dadurch nichts bessern. Das ist nun mal so. Jede Lohnerhöhung, jeder Cent, der irgendwo durch einen neuen Mindestlohn kommt, bringt wieder mehr Steuern für Dinge, wo wir keinen Einfluss haben. Und das muss beendet werden.
Es kann nicht sein, dass unsere Steuern zu Millionen und Milliarden ins Ausland transferiert werden, während hier Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, Flaschen sammeln gehen müssen. Oder Angst haben müssen, dass sie die Kosten im Altersheim nicht mehr tragen können. Das darf nicht passieren. Diese Menschen haben dieses Land aufgebaut und für diese Menschen müssen wir hier mit einstehen, weil sie es nicht können. Und ich denke, genau das tun wir. Wir sind mit für euch hier auf der Straße, damit ihr in eurem Alter das erleben könnt, so gut wie es möglich ist. Okay, ich gebe jetzt nochmal das Mikro an unseren Alex. Gerne, nochmal, liebe Chemnitzer, ich habe noch einen kleinen Beitrag. Wir sind ja mit unserem Kurser heute schon übers Land gefahren und haben vorher im Rathaus angehalten. Und jetzt haben wir hier natürlich in Chemnitz eine geile Kulisse. Leider sind nicht mehr so viele Fenster hier beleuchtet. Überstunden macht wahrscheinlich keiner. Ja, das ist der Ausblick. Jawohl. Nichts mit Überstunden. Ich leg da trotzdem mal los. Liebe Stadtverwaltung, lieber Bürgermeister von Chemnitz, lieber Herr Sven Schulze. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen. Mit diesen Worten begann Herr Genscher einen der wichtigsten Sätze der Wendezeit 1989. Und auch wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Wir, und damit meine ich einen nicht unerheblichen Teil unseres Volkes, unsere Landwirte, unsere Unternehmer, die Handwerker, der Mittelstand, die Kraft des deutschen Wirtschaftsmotors. Wir stehen heute hier vor Ihren Toren und genau wie damals auch stehen wir hier, weil wir uns mit einem offensichtlich vorsätzlichen Niedergang unseres Landes konfrontiert sehen. Ein Niedergang, den wir so nicht länger hinnehmen und nicht akzeptieren können. Die breite Masse hat lange geschwiegen und viel ertragen. Wir ertragen, dass wir, die wir hier stehen, um unseren Unmut über den Unfug der jetzigen Regierung kundzutun und damit eines unserer wichtigsten Grundrechte wahrnehmen, von euch Politikern als Erpresser bezeichnet oder als Umstürzler und Reichsbürger abgestempelt in die rechte Ecke gestellt werden, ohne uns auch nur ein einziges Mal richtig zugehört zu haben. Wir ertragen, dass wir mittlerweile auf alles und jeden Mist immer höhere und neue Steuern zahlen müssen, um die Löcher im Haushalt zu stopfen, die unsere korrupten Politiker durch Milliarden Steuerschenkungen in alle Welt erst aufgerissen haben. Wir ertragen, dass unsere Straßen und Brücken schon fast in Trümmern liegen, während wir Fahrradwege in Peru mit 360 Millionen Euro fördern. Wir ertragen, dass unsere Kinder... Wir ertragen, dass unsere Kinder in Schulen kaum noch richtige Bildung mitbekommen und kaum noch ordentliches Essen erhalten und das zu horrenden Preisen. Unsere Kinder können nach Abschluss kaum lesen oder schreiben oder rechnen. Wir ertragen, dass wir zum großen Teil für Niedriglöhne arbeiten, erst mit 67 und bald wohl mit 70 in Rente gehen und dann auch nur mit lächerlichen 45% vom letzten Niedriglohn. Nach 45 Arbeitsjahren, um dann mit Altersarmut beim Staat betteln zu müssen oder Pfandflaschen zu sammeln. Traurig. Und unsere Politiker gönnen sich regelmäßig eine Anhebung ihrer Diäten, gönnen sich für 700 Millionen Euro ein erweitertes Kanzleramt. Und sie gönnen sich für 105.000 Euro jetzt doppelt so teure Dienstwagen wie noch vor 5 Jahren.
Eine Schande. Und die würde in Trabant reisen eigentlich. Und wir hier unten, wir sollen arbeiten, am besten bis zum Umfallen. Wir sollen Steuern zahlen. Wir sollen den Mund halten und buckeln und uns abschinden, damit die da oben von unseren Geldern in Saus und Braus leben und es in alle Welt verteilen können. Wir nehmen das nicht länger hin! Wir sind keine Marionetten! Genau! Und wir sagen ein für alle Mal, jetzt ist Schluss damit! Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir genau eine Chance haben, in diesem Land die Wende 2024 friedlich einzuleiten. Diese Chance besteht darin, dass wir uns alle zusammen gegen das überhandnehmende Unrecht eines übergriffigen und kontrollwütigen Staates auflehnen. Friedlich und mit den uns möglichen demokratischen Mitteln. Und zusammen für einen gerechten Neuanfang einsetzen. Einen Neuanfang, bei dem unser Steuergeld für uns eingesetzt wird, statt in alle Welt verschenkt zu werden. Bei dem Politiker direkt gewählt werden, statt über Listen hinter dem Rücken der Wähler eingesetzt zu werden. Bei dem Politiker haftbar gemacht werden können, wenn sie gravierende Fehler begehen. Und bei dem das Volk in wichtigen Angelegenheiten ein Mitspracherecht hat. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, liebe Stadtverwaltung und sehr geehrter Herr Bürgermeister, um Sie aufzufordern, sich an die Seite Ihrer Mitmenschen und Bürger zu stellen, die Sie nach außen hin vertreten sollen, um diese Wende gemeinsam einzuleiten. Legen Sie Ihre Parteibücher zur Seite. Hören Sie auf, die Vorgaben von oben in blindem Gehorsam weiter umzusetzen, wohl wissend, dass sie damit ihre eigenen Mitmenschen immer weiter in die Not treiben. Und hier ein passendes Zitat dazu. Es gibt Momente, in denen Ungehorsam eine Pflicht sein kann. Momente, in denen man nur dann Anstand und Menschlichkeit wahrt, wenn man sich gegen einen Befehl, gegen den Druck von Vorgesetzten oder auch den Druck der Masse auflehnt und gegenhält. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Recht zum Widerstand festgeschrieben. Und zwar gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das ist ein Zitat von Angela Merkel, vorgetragen im Juli 2019. Und es könnte nichts Besseres geben, was hier und heute passend zu dieser Kundgebung passt. Liebe Beamte, Richter und Polizisten, ich fordere Sie auf, die Remonstrationspflicht nach § 36 des Beamtenstatusgesetzes endlich anzuwenden. Denn Sie haben die Pflicht, gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Also nutzen Sie sie auch! Wir werden seit vielen Jahren, aber im Speziellen seit Antritt der Ampelregierung, massiv belogen und ausgeraubt. Uns wurden allein im Jahr 2022 900 Milliarden Euro Steuern weggenommen. Dazu 800 Milliarden Euro Sozialbeiträge. Dieses Geld, von uns erwirtschaftet, sollte auch für uns eingesetzt werden. Was wäre damit alles möglich? Kostenlose Kindergärten mit gutem Essen, funktionierende Krankenhäuser ohne überlastetes Personal, Schulen mit ausreichend Lehrkräften und Rentner, die nach 45 Jahren harter Arbeit und unter ständiger schwerer Steuerlast nicht erst ihr kleines Haus verkaufen müssen,
und mit dem Pflegeheim bei mieser Pflege versorgt und am Ende alleine sterben müssen. Würde das Steuergeld für uns alle eingesetzt? Ich glaube, die meisten hier wären auch gerne bereit, ihren Anteil daran zu leisten. Für ein faires Miteinander. Lieber Herr Bürgermeister, es wird Zeit, dass Sie sich entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte Sie stehen wollen. Die Seite Ihrer Bürger, von denen Sie gewählt und von denen Sie bezahlt werden, oder die Seite des übergriffigen Staates, zu deren Handlanger Sie sich damit machen würden. Nehmen Sie an unseren Protesten teil. Reden Sie mit den Menschen. Nehmen Sie Ihre Pflicht wahr, Ihre Bürger und deren Interessen und deren Willen nach oben hin zu vertreten. Ihre Stimme hat Gewicht. Bauen wir uns gemeinsam eine bessere und gerechtere Zukunft auf, in der die Politik wieder für die Bürger da ist und nicht mehr, um diese auszurauben. Herr Bürgermeister, der nächste Schritt liegt nun bei Ihnen. Ja. 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 Es ist eine Gänsehautstimmung. Einfach gigantisch, ihr seid spitze. Ich danke euch. Super. Danke, Alex. Willkommen und wie gesagt, das war aber die Pointe jetzt sofort. Ja, gut. Ich denke mal, jetzt geht's weiter. So, wir werden jetzt den Aufzug weiterleiten und ich hoffe, dass auch alle diejenigen, die hier drüben irgendwo stehen und zugehört haben, dass auch euch klar ist, dass in diesem Land eine Wende stattfinden wird, nämlich mit uns. Gemeinsam die Zukunft gestalten wollen oder später für das büßen werden, wenn sie es nicht getan haben. Und eines ist klar, wir kommen wieder. Wir haben die Energie, auch bei schlechten Wetter, bei schönen Wetter oder anderen Dingen, denn es ist jetzt an der Zeit, dass uns klar gemacht ist und wurde, es ist nicht mehr wichtig, in den Urlaub zu fahren, es ist nicht mehr wichtig, irgendwo ein kleines Häuschen zu haben, was man abzahlt, ein Auto zu haben, was man abzahlt. Es ist wichtig, dass dieses Land leben kann mit seinem Volk. Und das müssen wir erhalten. So, jetzt geht's weiter. Jawohl. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Jawohl, richtig. So sieht's aus, Leute. Hier vom Rathaus. Endlich mal wir vom Rathaus. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Nee. So, also, ihr seht's.
Ja, manchmal sieht das aus, wie wenn da jetzt hier noch ein paar Fälschen dazugekommen sind, aber naja, gut, das kann auch täuschen. So, bei dem Lied wusste ich natürlich nicht, ob das ein freies ist oder nicht. Das ist wohl nicht das Springende, aber wie gesagt, auf die Straße zu gehen. Ja. Er soll jetzt mal ganz dahinter schauen. Ich sehe nur noch Menschen, die ihre Hände haben, dass es Zeit wird, auf die Straße zu gehen. Denn nur so werden wir in diesem Land etwas ändern. Gemeinsam, der Protest auf der Straße. Das Volk, ja, also Infrastruktur, Infrastruktur, eine Gefahrenquelle, Wahnsinn, sagenhaft. So. Ja, die Kohle wird auf der ganzen Welt verteilt und unsere Infrastruktur geht kaputt. Damit ist Schluss. Ja, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Auch das ja, Radio, wenn Nachrichten kommen, Schluss mit dem Zuhören bei dieser Propaganda, die immer wieder nur einseitig berichtet. Und zwar so, dass es dieser BRD irgendwo zu dienlich ist. Sie haben schon lange verlernt, was es heißt, Journalist zu sein. Wir engagieren die TNA. So, wie ihr seht, der Schneefall hat jetzt zugenommen. Ja, also das ist schon ein ganz schöner Schneefall, aber es ist Schnee. Das ist aber keine Katastrophe, denn wir haben Winter, Leute. Winter, das war das Ding mit den vier Jahreszeiten. Ja. So, hier haben wir, jawohl, Sexit, raus aus dem System, jawohl. Nein zum Impfzwang, richtig. Oh, ein UA-Auto, also ein ukrainisches, war aber nicht so klein, also, naja, also Sachen gibt's. Sachen gibt. Steuergeld für Kriege und die Rettung der Welt nur für unsere Bauern und Menschen. Ja, kein Geld. So sieht's aus. Für alle Länder auf der Welt, da ist Kohle da. Und für die eigenen Leute, ja, da ist nichts da. Die gucken in die Röhre. Traurig, traurig. Ich wurde heute von den Herren Stadträten bzw. vom Pförtner der Stadträte belogen. Ja. Ich habe gefragt, ob heute eine Stadtverordnetenversammlung stattfindet. Ja. Die Aussage war nein. Ich habe denselben Mann heute zur Rede gestellt, als ein Abgeordneter der CDU-Fraktion aus dem Rathaus trat. Er sagte, du darfst hier nicht rein. Ich sage, ich will gar nicht rein. Ja. Ich sage, aber Sie haben mich belogen. Ja. Ich sage, wenn Sie damit leben können, ist das Ihr Problem. Ich sage, ich verachte Lügner zutiefst. Genau, richtig. Und so, dieser rote Faden zieht sich durch unsere gesamte, ganzes Land, die gesamte Politik. System. Entschuldigung, wenn ich hier in dein Video reinkomme. Ja, nee, alles gut, ist doch gut. Normalerweise, das Volk ist das Souverän. Richtig. Und ist eigentlich der Chef. Und die sind nur angestellt. Die Leute werden von uns bezahlt. Genau. Und ich arbeite im 56. Arbeitsplatz. Ja. 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 Und deshalb habe ich alles Recht dieser Welt. Genau so ist meine es. Meinung zu sagen. Genau. Wenn man merkt, dass man ausgeplündert wird auf ganzer Linie, verarscht wird. Richtig. Und, wenn diese Leute meine Ersparnisse verbrennen, aufgrund von Inflation, die man sich schwer erschaffen hat, richtig, dafür habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Das Geld für die Bürger fällt nicht vom Himmel runter. Nein, das muss hart erarbeitet werden. Gar nicht, wie das richtig, ganz genau so ist es. Danke. Auch danke. So, jetzt hat sich wieder schön unterhalten mit vielen Leuten. Und natürlich einen Dank an die
Trommler. Vielen, vielen Dank an die Trommler. Dankeschön. 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 Jetzt habe ich erst mal wieder aussetzen müssen, weil Lied gespielt worden ist. Oh, jetzt geht's wieder. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Demo-Lied ist. Also, sehr schön hier. Wir sind laut, denn wir sind gemeinsam das Volk. Zum Schluss jetzt unsere Nationalhymne. Sogar der Schneewalzer wird er ja heute auch reinpassen. Und das werden wir uns nicht mehr nehmen lassen, egal wie sie uns beschimpfen und betiteln. Wir haben als Deutsche genauso das Recht, auf unser Land stolz zu sein, auf uns als Volk stolz zu sein und deshalb eine neue Regierung und eine neue Zukunft in 2024. Macht vorsichtig, es wird glatt. Und wir sehen uns dadurch dann nächste Woche wieder. Sollte sich irgendwas noch in der Schnelle ergeben, eventuell, man weiß es ja nicht, wie es jetzt in Berlin weiterlaufen wird. Aber solange diese Politiker noch an der Macht sind, wird sich dieses Land weiterhin nach unten begeben. Und das muss aufhören. Kommt gut nach Hause. Ich beende hiermit die Veranstaltung. Danke, dass ihr da wart. Ja, also bei diesem Wetter, Leute, wenn ihr da ganz, ganz leise seid, da hört ihr die Klimaerwärmungsbefürworter, die hört ihr ganz leise weinen. Nur mal so am Rande. Ja, lasst euch euren Humor nicht wegnehmen. Satire, Humor gehört hier voll mit rein, auch in so einer bescheidenen Zeit. Also, macht's gut, man sieht sich auf der Straße und hoffentlich nächstes Mal mit etwas besserem Wetter. Aber wie gesagt, es ist keine Klimakatastrophe, das nennt sich Winter, den gibt es auch, das ist eine Jahreszeit von vieren. Ja, mit den Bildern möchte ich mich verabschieden. Macht's schön gut und haltet bitte zusammen. Tschüss.